Sag mal, kennt ihr das? Ihr kauft eine Tüte Tomatensaat, so für 3, 4 oder 5 Euro, je nachdem. Und da sind da 5 oder 6 Körner drin. Meistens reicht das ja auch vollkommen aus, was da drin ist. Ich habe vor ein paar Jahren mal dieses Ding hier bestellt. Also diese Tomate ist so eine Brot- und Buttertomate, so eine San Marzano-Tomate. Ja, mach die Packung auf und guck rein. Ich denke, hey, juppa, da kann ja Tomatenwald werden. Ja, und da ist immer noch so viel drin. So, seht ihr das? So, da ist immer noch jede Menge drin. Und ich versuche jetzt schon seit ein paar Jahren, das Ding endlich mal zu verarbeiten. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel 150 Pflanzen, also 150 davon ausgesät in so eine 150er Platte. Da denke ich, dieses Jahr kriege ich das endlich mal leer, das Ding. Mach also 250er Platten und da ist immer noch so viel drin. Naja, jetzt kommt ihr, bleibt mal dran. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was will der Vogel eigentlich mit 300 Tomatenpflanzen? So viel Platz hat er noch nie im Garten. Und letztes Mal habe ich ja auch gesagt, 18 Pflanzen hier, also 18 Sorten, jeweils eine Pflanze, mehr kommt hier nicht rein. Naja, ich werde das dieses Jahr wieder so machen wie letztes Jahr. Ich werde hier vor die Pforte ganz viele Pflanzen wieder verschenken oder gegen eine Spende abgeben. Je nachdem, wenn einer spenden will, kann er es machen. Wenn nicht, dann kann er die Pflanzen so mitnehmen. Und da werden auch diese Tomaten landen. Also alles, was übrig ist, werde ich hier vor die Pforte stellen und schön drapieren hier, dass die Leute sich was mitnehmen können. Leute, die ja Bock drauf haben oder sich das vielleicht auch nicht leisten können, die werden sich dann hier was mitnehmen können. Und genauso wird vieles von dem hier, was hier steht, was ich hier ausgesät habe. Ich habe in den letzten Tagen so rund 2000 Saatkörner in die Erde gedrückt hier. Man sieht es hier und da, alles voll. Naja, ein großer Teil davon wird dann auch vor der Pforte landen für Leute, die sich darüber freuen. Alles, was bei uns dann nicht mehr in den Garten passt, kommt eben vor die Pforte. Und ich finde das eine tolle Sache. Und wisst ihr, warum ich das mache? Weil ich da einfach Bock drauf habe. Und das hier, das dürft ihr jetzt auf keinen Fall Dani erzählen. Die dreht mir den Hals um. Also, so sieht das nämlich aus, wenn ich mit meiner Aussaat eskaliere. Tja, dann suche ich mir hier aus den Saattüten das raus, was ich hier gerade in die Pötte reinhauen will, in die Platten oder eben in solche Dinge. Also, so bin ich jetzt die letzten Tage hier jeden Tag nach Feierabend in Gange und sehe hier fleißig aus. Entsprechend voll ist das Gewächshaus jetzt auch. Ein bisschen Platz ist da noch, da kommen wir noch zu. Also, hier bin ich jetzt bei, das sieht ja wirklich aus wie der Tisch ist voll Erde, der Boden ist voll Erde. Muss ich sauber machen, bevor Dani wieder hier in den Garten kommt, ist ja bald soweit. Und dann, ja, muss ich hier wieder klar Schiff haben. Und nun guckt euch mal dieses kleine Trauerspiel an. Tja, das ist meine Chili-Aussaat. Ich würde mal sagen, ziemlich in die Hose gegangen. Ich versuche das jetzt aber nochmal zu retten. Die hatte ich auch zu Hause stehen, also nicht hier im Gewächshaus, sondern zu Hause auf der Fensterbank. Also ich bin ja nicht der Typ, der hier mit Pflanzlicht arbeitet oder irgendwie mit einer Heizmatte. Ich habe da einfach keinen Bock drauf, mir sowas zu holen. Also standen die Pflanzen auf der Fensterbank. Es mir drinnen, also zum Keim waren die wirklich in der Wohnung drinnen, da brauchen die ja kein Licht. Und als sie dann so einigermaßen gekeimt sind, habe ich sie einfach auf die Fensterbank gestellt, damit die genug Licht haben. Das Blöde ist, auf der Fensterbank habe ich nicht genug Temperatur. Ja, und jetzt versuche ich mal die, die schon ein bisschen größer sind, so wie diese hier. Also groß ist ja, naja, ein dehnbarer Begriff, sag ich mal. Die versuche ich jetzt hier im Gewächshaus weiterzuziehen. In der Hoffnung, dass sie tagsüber genug Temperatur kriegen. Also da geht das ja schon mal hin und wieder mal auf 30 Grad hoch, wenn die Sonne scheint. Vielleicht hilft das den Pflanzen. Licht ist auf jeden Fall genug. Wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt pflanze ich nämlich die alle einfach mal um hier in andere neue Erde hier. Und vielleicht klappt das ja, dass ich die Chili einfach mal retten kann. So, pull ich die hier mal raus. So. Und dann rein damit. Setze sie ein kleines bisschen tiefer, weil die neigen auch so ein bisschen zum Vergeilen hier. Naja. Mal sehen, ob das noch was wird und ob ich da überhaupt noch was retten kann. Interessant dabei ist allerdings, dass ganz lange hier nicht eine Pflanze gekeimt ist. Ja, und auf einmal tauchen dann hier, obwohl wir überhaupt nicht die Temperatur haben, bei uns in der Küche, also da haben wir, das ist das einzige Fenster, wo einigermaßen Licht hinkommt. Also in der Küche haben wir ein Südfenster. Es kommt einigermaßen Licht an, aber die Temperatur haben wir einfach nicht. Und trotzdem sind hier einige jetzt gerade noch rausgekommen. Diese Platte werde ich auch noch ein bisschen jetzt stehen lassen im Gewächshaus. Die will ich noch nicht umtopfen, weil die sind auch sehr klein. Aber hier, das, was hier ein bisschen größer ist, das haue ich jetzt mal in die größeren Pötte rein.
Und die kommen jetzt hier nach ganz oben, weil hier am meisten Wärme zu erwarten ist und auch am meisten Licht. Ja, da hoffe ich mal, dass ich die noch einigermaßen retten kann. Und wenn nicht, dann habe ich zumindest vorgesorgt. Ich war nämlich einkaufen und habe mir einfach drei so eine Pflanzen besorgt. Und zwar sind das zwar keine Chili, ist auch keine besondere Sorte, sondern einfach Peperoni, ist auch kein Sortenname dabei. Dafür pro Pflanze plus 1 Euro. Und daneben, da stand dann noch was, ist total bescheuert, was ich hier mache, Gurken. Also, ich habe hier Gurken in der Aussaat, auch schon eigentlich viel zu früh. Und dann habe ich mir noch Gurkenpflanzen gekauft, allerdings nur 2 Stück. Ich konnte mich noch beherrschen. Ist ja eigentlich noch viel zu früh. Shitty Call, bei 1 Euro, da gucke ich doch nicht auf. Und den Frostwächter hier, den habe ich jetzt so eingestellt, dass wir hier, also wenn die Temperatur unter 5 Grad geht, 5 oder 6 Grad, dann springt das Ding an, heizt kurz auf und geht dann wieder aus, sodass wir hier insbesondere nachts, erst ist ja das eigentliche Problem, tagsüber mache ich mir gar keine Gedanken, da heizt das die Sonne hier komplett auf, das reicht vollkommen, aber nachts ist wirklich noch das Problem, da kann die Temperatur nochmal richtig sinken und dafür habe ich das Ding hier stehen. Und jetzt darf der kleine Klausi endlich mal wieder mit Matsch spielen. Sämtliche Anzugschalen sind jetzt bei mir voll. Jetzt kommt die Erdballenpresse ins Spiel und dafür brauche ich den Matsch. Für die Aussaat mit der Erdballenpresse ist wirklich das hier ausschlaggebend. Das heißt, die Konsistenz der Anzuchterde, die habe ich jetzt schön mit Wasser gemischt, bis wir hier so eine Mörtel-ähnliche Konsistenz haben. Und das kann ich dann hier so reindrücken in die Erdballenpresse. So. Das ist vielleicht noch ein bisschen zäh, aber auch nö, das ist eigentlich ganz gut so. Aber das werde ich gleich sehen. So, jetzt ist die Erdballenpresse soweit voll. So, und dann drücke ich das hier nur noch rein. Und habe dann fertige Erdballen. Bei kleineren Erdballenpressen, also die haben jetzt 5x5 cm, bei kleineren, wie zum Beispiel 4x4 oder 3x3, da braucht man hier nicht mit der Kelle arbeiten, da kann man das Ding hier direkt in die Masse reindrücken. Und dann hat man auch die Erde drin. Hier funktioniert es. Das funktioniert mit diesen größeren Dingern nicht. Leider eigentlich, weil das würde die Arbeit noch ein bisschen mehr erleichtern. Man sieht es, das fällt immer wieder raus. Hat also keinen Zweck, weil die einfach zu groß sind. Bei kleineren Dingern funktioniert das. Aber hier mit der Kelly, das geht eigentlich auch wunderbar. Und wie gesagt, ich habe das ja letztes Jahr schon gemacht. Ich glaube, letztes Jahr war das erste Mal, dass ich das Ding benutzt habe. Und bin da total begeistert von. Das dauert natürlich alles ein kleines bisschen länger, als wenn ich hier einfach mal so eine Quickpot-Platte voll mache. Aber ach, das ist irgendwie aber auch mal eine nette Arbeit, mal ein bisschen Abwechslung. Und der große Vorteil ist ja tatsächlich, wenn man die Pflanzen nachher verschenken will, dann muss man da, braucht man da keinen Topf für. Man kann die Pflanze einfach so mitnehmen, so wie sie ist. Also wenn der Würfel erstmal durchwurzelt ist, dann hält er sowieso wie die Pest, braucht man sich keine Gedanken machen. Und auch wenn man die nicht abgeben will, ist ja auch schon der Vorteil, dass man eigentlich gar keinen Topf braucht, sondern einfach nur die Würfel in die Hand nehmen und kann die Pflanze in die Erde setzen. Ist doch irgendwie eine dolle Sache. Aber ich benutze natürlich auch gerne noch weiterhin meine ganzen Anzuchtplatten. Ist natürlich auch etwas bequemer, was die Aussaat angeht. Also wenn man hier den ganzen Tag mit der Aussaat in Gange ist, oh, geht das schon ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, mir gefällt das ganz gut mit der Erdballenpresse. Und das will ich auch weitermachen. Und wenn meine Platten mal irgendwann kaputt sind und hin sind, dann will ich das wahrscheinlich nur noch damit machen, weil es ist schon wirklich, ich finde es wirklich richtig gut. Ich habe jetzt hier 64 Zoll Würfel und die bestücke ich jetzt mit dem Salat amerikanischer Braune. Das ist ein Pflücksalat. Ja, den habe ich auch noch gar nicht ausgesät dieses Jahr. Das heißt, viele Pflanzen werden auch für uns sein. Ja, und der Rest, der kommt eben tatsächlich hier vor die Pforte. Und da können sich andere Leute drüber freuen. Und wenn sich andere Leute freuen, freue ich mich doch einfach mal mit. Jetzt mache ich das Ding mal voll und dann kommt das auch ab ins Gewächshaus.
Und so füllen sich jetzt nach und nach die restlichen Plätze hier im Gewächshaus. Und während die einkommen, müssen die anderen gehen. Uns gehen muss jetzt hier dieser ewige Kohl und dieser ewige Kohl, weil da gucken jetzt auch schon die Wurzeln raus. Habe ich ja letztes Jahr als Stecklinge genommen. Tja, und dies ist ja richtig schön was geworden, wenn man sich das mal anguckt. Ist so eine schöne Pflanze, die fliegen jetzt raus. Und hier kommen die beiden Pflanzen jetzt hin. Ich habe hier schon drei Himbeerpflanzen. Das heißt, das eine ist eine Himbeerbrombeere, also irgendwie so eine Kreuzung zwischen beiden. Tja, die habe ich hier letztens gekauft, die eingepflanzt. Wieder mal schöne Himbeeren. So viele Himbeerpflanzen haben wir nämlich nicht, im Grunde nur eine. Und deswegen, das darf ruhig gerne ein bisschen mehr sein. Und da geselle ich jetzt einfach den ewigen Kohl zu, also einen hier vorne und den anderen hier. Und dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt gute Beetpartner sind. Auf jeden Fall habe ich überall nachgelesen und da nirgendwo was zu gefunden. Also scheint es zumindest kein schlechter Beetnachbar zu sein. Und dann denke ich mal, wird das auch hinhauen. Diese Pflanze übrigens, die hat so ein kleines bisschen Wolllausbefall. Wenn man sich das hier mal anguckt, überall so ein graues Zeugs da in den Blattachseln. So, ich hoffe, dass man das irgendwie sehen kann. So ein graues, wolliges Zeugs. Das kann auch mal weiß sein. In dem Fall ist es grau. Ja, und das ist ein Zeichen für Wollläuse. Ja, könnte ich jetzt bekämpfen. Zum Beispiel mit Neemöl oder sonst was. Werde ich aber nicht tun. Warum nicht? Weil ich einfach den Nützlingen Nahrung bieten will. Es wird sich zeigen, wer nachher der Sieger ist in der Natur. Entweder geht die Kohlpflanze kaputt, weil die Wollläuse gesagt haben, ich mache das Ding jetzt platt. Oder die Nützlinge kommen, fressen die Wollläuse auf und haben was zu futtern. Mir ist das viel lieber, die Nützlinge damit anzulocken. Ja, und irgendwann hat sich das wahrscheinlich dann erledigt, auf die eine oder andere Weise. Übrigens, Flohfliegen und Schlupfwespen, die hauen sich ganz gerne Wollläuse rein. Ja, wenn die dann herkommen und das Ding, die Dinge auffressen, dann ist doch alles gut. So, kann ruhig ein bisschen tiefer. Also die schlagen auch am Stamm, schlagen die hier Wurzeln, hier diese ewigen Kohlpflanzen. Deswegen kann man die ruhig ein bisschen tiefer setzen. Und so sieht das denn aus. Das werden nachher Riesenbüsche. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Die Dinger werden riesengroß. Und deswegen pflanze ich die auch so ziemlich weit auseinander hier, damit sie sich nachher nicht gegenseitig bedrängen. Weil Kohlpflanze neben Kohlpflanze ja eigentlich auch nicht so gut ist. Aber ich sag mal, hier haben die 1,50 Meter Abstand untereinander. Das wird dann schon hinhauen. So, rein damit. Und dann haben wir das. Und wo wir jetzt gerade wieder bei Kohlpflanzen sind, ich habe hier noch eine Blumenkohlpflanze. Die kommt jetzt zu den anderen Blumenkohlpflanzen im anderen Gewächshaus. Da habe ich nämlich noch eine Lücke und da kommt die jetzt hin. Und hier ist diese eine Lücke noch. Die Pflanze war nämlich noch letztes Mal ein bisschen zu klein, um die hier auszupflanzen. So. Und da habe ich ein bisschen abgewartet. Und jetzt kann die hier, das ist blöd, das Loch hier, hier ist besser. So, dann kann die, jetzt kann die hier rein. Jetzt hat sie eine gewisse Größe erreicht und darf sich dann hier so richtig austoben. Jetzt habe ich hier in diesem Gewächshaus insgesamt 8 Blumenkohlpflanzen drin und einige Salatköpfe, also so ein Eisbergsalat hier. Das steht schon richtig gut hier, also sieht schon richtig gut aus. Das scheint dir hier zu gefallen. Und hier habe ich noch ein kleines bisschen Platz. Da mache ich jetzt noch Saatbänder rein mit Asiasalat. Jetzt habe ich so irgendwie verschiedene Sorten hier, wie Red Giant ist das hier zum Beispiel. Ich habe noch nie Asiasalat gehabt. Ist eine Premiere. Gucken wir mal, was das für ein Zeug so hält und ob das uns überhaupt schmeckt. Ja, wollen wir mal sehen. Also der Red Giant. Ganz klein bisschen Erde nur drüber. Wirklich ganz dünn. So. Was habe ich hier jetzt noch? Green Boy. Oh, hier muss ich mal rüberrücken, hier mein Kadaver. So. Was war das jetzt? Green Boy und Mizuna. Naja, wollen wir mal sehen, was das wird. Auf jeden Fall, Salat und Kohl versteht sich gut in der Mischkultur. Im Gegensatz zu Zwiebeln kann man auch sagen, Zwiebeln und Knoblauch stinken dem Kohl. Bei Salat jedoch fühlt er sich wohl. Und in diesem Sinne sage ich, tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal. Alter, war das bescheuert. Alter.